Wenn man vom Teufel spricht, kommt Clash Royale Werbung. Das ist hackt. Alright, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Random Game und zwar Pineapple Pen. Ihr habt bestimmt vor kurzem das virale Video gesehen, wo der Typ immer ganz heiß, ich hab einen Apfel, ich hab einen Stift und ich hab einen Apfelstift. Und das auf Englisch. Habe ich auf meinem Comedy-Kanal ja auch schon gemacht dazu. Ist super viral gegangen, hat inzwischen über 100 Millionen von Views und es gibt jetzt ein Mobile Game dazu. Keine Ahnung, was das ist. Tap to shoot, bam, sagen wir den Stift. Pineapple Pen. Okay, wir müssen voll versagt. Okay, ich verstehe. Apple Pen, okay, Pen. Alter. Okay, ich verstehe das Spielprinzip. Ist okay. Ist jetzt nicht super kreativ, aber da ist der Stiftfasser. Der hat eine Goldkette. Schau auf meine Goldkette, die ist frisch poliert. Pineapple Pen, der war perfekt. Bams. 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 Fuck daneben. 10 Stück muss ich holen. Okay. 7 habe ich. Nee. Ich muss nicht in einer Ding holen. Bam. 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 Bam! 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 Sorry, war gerade ein bisschen auf. Hab zu viel Zucker heute. Alles gut, bin noch frisch. Okay, das Spiel ist super simpel, ist jetzt nichts Phänomenales. Wir haben gleich. Pen, Apple, Pen! Da war das Mega-Kombo! Das war der Pen, Apple, Apple, Pen! Beruhigen. Alles gut. Okay, wie gesagt, das Spiel ist super simpel. Apple Pen. Oh, daneben. Da ging daneben. Ich kann für Video gucken, dann gibt's. Was ist, oben da oben gibt's. Okay, ich habe einen Quest. Und krieg 10 Münzen, weil ich diesen Quest habe. 5 Perfect Score machen. Kriege ich hin. 19 war mein Rekord jetzt. Okay. Bam, 2. Oh, daneben. Das war daneben. Das war ein Pen Apple Pen. Das wäre ein echt geiles Combo. Pen Apple Apple Pen. Nice. Quest done. 10 Münzen. Was gibt's Neues? 50 Punkte. Okay, kriegen wir hin. Schneide ich raus. Ist nicht passiert. Ja, da sage ich, kriegen wir hin. Pen Apple Pen. Bams. Nice Combo. Das ist super wanky, das Spiel. Aber es ist ja natürlich klar, wenn etwas berühmt wird, bekannt wird, ne, dann machen Leute das und spielen. Das ist super schwierig. Pen Apple Pen. So, das ist Pineapple, kriege ich nie hin. Ihr findet das Spiel natürlich im Play Store, wenn ihr Pineapple Pen sucht. Viele Leute fragen mich, wie das Spiel heißt, obwohl das Spiel immer da steht. Ich weiß nicht, ob es auch für iPhones gibt. Müsst ihr selber mal gucken, falls ihr einfach mal hier 5 Minuten Zeit habt und irgendwie eure Zeit verschwenden wollt. Weil super kreativ ist das Spiel nicht, aber ey, scheiß drauf, es geht viral und es ist lustig gemacht. Und nach 5 Sekunden hast du eigentlich alles gesehen und ab und zu mal kommt ein Special-Effekt und du denkst dir, what? Boah, ja, das war super, das war echt nice, das war ein doppelter Combo. Boom, Sala, 24, ich bin on fire. Oh, shit, das wird schneller. Pen Apple Pen. 30. Alright, 30 müsst ihr erstmal knacken. Ich wette, das schafft keiner von euch. Jetzt habe ich so ein Zündholz reingeschmissen. Die Leute dachten sich nur, meh, langweiliges Spiel. Jetzt, wo ich gesagt habe, das schafft ihr bestimmt nicht, hat das Leute getriggert. Die dachten, was? Stan, ich werde dir zeigen, was ich hier drauf habe. Bam, Spiel installiert, 5 Tage lang gezockt. Schreibt er mir in die Kommentare, du bist voll schlecht, ich habe 500 geschafft. Oh, ab und zu mal passiert das wirklich. Okay, was müsste ich? 15 Äpfel treffen, okay. zack, yay, okay. Aber das war gerade eine coole Story. Ich habe die schön erzählt. Ich habe die echt schön erzählt. Ich habe die echt ausgeschmückt. Es spiegelt so das YouTuber-Wissen wieder, was ich so in den Kommentaren immer wieder lese. Und so promotet man ein Spiel. Und nein, das ist kein Product Placement. Wenn es Product Placement wäre, würde ich das einblenden. Ich kriege ja überhaupt kein Product Placement. Warum eigentlich nicht? Warum kriege ich eigentlich kein Product Placement von irgendwelchen Firmen, die sagen, hey, spiel unser Spiel und wir geben dir 1000 Euro dafür? Hätte ich echt Bock drauf. Mein Spiele spiele ich so oder so, ne? Und wenn der Entwickler dann auch sagt, ich bezahle dich dafür, das ist so, als wenn ihr in der Schule seid und der Lehrer würde euch sagen, hey, ich bezahle dich dafür, dass du eine Klausur machst. Hättet ihr 500% mehr Motivation, das zu machen. Das wäre die Elite-Schule, wenn die Schüler einfach mal Geld bekommen würden, wenn die eine Klausur schreiben würden, oder? Ohne Scheiß, Leute, das wäre die beste Schule, die es gibt. So, oh, ein Apfel mit einer Goldkette, ich glaube, das erste Mal. Bombs, so, Quest done. Ein Quest haben wir noch. 10 Coins müssen wir sammeln. Okay, mach das doch mal früher, ich habe jetzt schon so viel. Mensch, boy. Was kann ich mit den Münzen eigentlich machen? Muss doch irgendwie einen Shop geben, oder? Können wir gleich mal gucken.
Boom, das geht hier flott ein Ding nach dem anderen. 39. Shit, und direkt da verballer ich. Da ist irgendwas ready. What? Boss fight. Bombs. Boom. Boom. So viel Stifte in den Anus hier. Alright. Das war cool. Das war echt irgendwie cool. Okay, hier gibt's einen Shop. Da können wir uns bessere Stifte kaufen. Ich raste aus. Neuer Stift. Mit irgendwas ist hinten dran. Was ist das? Ein Kopf. Das ist ein kleiner Kopf. Nice. Neuer Stift. Der Kugelschreiber. Der fliegt auch schneller. Kann das sein? Kommst du mir nur so vor oder fliegt er schneller? Kann sein, dass ich mir das einbilde. Ich bin ja ballerballer im Kopf. Ich meine, was habe ich schon in diesem Video alles erzählt? Ich weiß es nicht. Ich laber hier am Stückchen und am Schnürchen. Und Dark Pen, Pineapple, Pep, Apple Pen. 39. Das schafft ihr bestimmt nicht. 39. Wette ich mit euch. Schafft ihr einfach nicht. Könnt ihr nicht schaffen. Weil ihr euch das Spiel nicht installiert. Müsst ihr auch nicht. Ich spiele immer wieder Random Games. Das ist mein Kanal. Das mache ich schon seit Ewigkeiten. Was ist das denn? Warum fliegt er? Und ich krieg 2 Münzen. Ich will diesen Quest noch abschließen. Seit ich meinen Kanal habe, spiele ich immer unterschiedliche Spiele. Nie ein und dasselbe. Auch wenn Clash Royale täglich rauskommt. Da, wenn man vom Teufel spricht, kommt Clash Royale Werbung. Das ist hackt. Paranoia, Illuminati confirmed, was auch immer. Es kann kein Zufall sein, dass man gerade sagt Clash Royale und das Handy hört das und denkt sich, ah, will da jemand Clash Royale? Du kriegst Clash Royale. Boom, und da ist der letzte Quest da, 10 Münzen, 5 von 5. Wave 1 completed, die zweite Wave kommt in 8 Stunden, okay. Habe ich jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Egal. Ich will nochmal gegen diesen großen Endboss fighten. Der war echt nice. Warum kriege ich Brillengläserwerbung? Das ist Illuminati. Nur weil ich eine Brille habe, kriege ich Brillengläserwerbung. Und da vorhin kam Clash Royale Werbung. Das ist echt... Hexe, verbrennt es. Okay, hier irgendwo im Video werden jetzt noch andere Spiele, Videos eingeblendet von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei bei Pineapple Pen. Wir haben echt krasse Kombos. 39 müsst ihr erstmal knacken. Wette ich mit euch, schafft ihr nicht. Easy. Natürlich schafft ihr das. Ich meine, 39 ist nicht so krass. Jeder, der das eine halbe Stunde zockt, der wird wahrscheinlich locker mehr haben. Ich habe aber keine halbe Stunde Zeit. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei bei diesem Random Game. Mal gucken, was es noch so gibt. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.